Gute und herzlich willkommen bei Expeditions Armut Runner Game. Wir sind wieder in der Auswahlmenü, ne? Und wir gehen rüber zu den Karpaten. Ich mische nämlich noch hier. Ich denke, es ist der Mann. Machen wir die. Warte mal, was haben die? Den Hydrologen, was? Minus 100% Unterwasserschaden. Okay, nehme ich mit. Was nehmen wir da am besten? Am besten denn da hier? An den habe ich mich so gewöhnt, ne? Brauche ich das? Ich nehme es einfach mal mit. Hey. Okay, für den Ersatzrad, ne, das brauche ich aber nicht. Brauchst du das Gerät? Noch nichts freigeschaltet? Okay. Jetzt schaut noch mal. Was machst du da jetzt? Lass den erstmal so wie ist. Nagel. Ja, den könntest du oben gebrauchen, aber ich glaube im Moment ist das nicht so relevant. Den Hydrologen habe ich jetzt dabei, ne? Und dann einsetzen, das ist relevant. Expedition starten! Da fahren wir hier durch den Wald, durch die Karpaten. Ich hätte es gern hell. Haben wir es hell? Nach. Ja. Dann ist hier mein Ziel hier drüben. Da fahren wir da mal hin. Quer fällt rein, über Schnuck und Stein. Schön befestigt mit Baumstämmen. Da fahren wir da mal hin. Was ist das? Wie alt ist das? Ey, aus. Meine Furche gibt's hier. Ich habe eine Furt entdeckt. Also muss ich hier drüber fahren. Über die Futter. Wir fahren über die Futten. Wir müssen das unbedingt patchen, ne? Das Fernglas ist so hakelig zu bewegen. So langsam schruckelt ein bisschen nach.
Wir fahren über die Futten, die ist schön feucht. Da war ein schöner Stein. Ah, ein Boot. Hallo? Boot? Gekentert? Kein gefährlicher Wasserstand, der Motor kann nicht beschädigt werden. Ja, fährt man hier am Rand entlang. Am Flussrand. Ach, im Süden, naja, da gehen wir da hin, ja. Ich mach das hervorragend, haben sie gesagt. Naja. Mal schauen, wie es wird. Boing, Stein. Fahren wir hier mal so drüber, ne? Gib Gas, ohne. Komm, Allrad. Komm schon drüber, oder? Raumblatt machen, fahren wir um. Ah ja, sehr schön. Und wir entscheiden drüber, ja klar. Okay. So, jetzt bin ich hier. Anbremse. Scan starten. Okay, Baum. Okay, noch mehr Bäume. Ach, ein Totem. Jetzt zeigt er rechts rein, sonst hier in die Pampas durchfahren. Ja, der Wegweiser. Davon ist das Ding. Aha. Da oben wieder Flussbreite. Ich bin ja schlau Kerlsche. Zeug hier rüber. Oder auch nicht. Mal so. So nah. Okay, warte mal, ich kann auch hier drum rumfahren. Machen wir hier so über den Stein, ne? Fahrt hier zwischendurch. Kleine Bäume machen wir platt. Ist doch klar. Bis gestrüpp durch den Urwald. Ne? Durch den Sumpf. Ich fahre durch den Sumpf. Aber ihr habt sie nicht mehr alle. Jetzt selbst durch den Sumpf fahren. Oder.
bin schon Wasser gestanden. Was? Zu tief im Wasser gewesen? So. Kann mal einer sagen, das geht nicht. Ist immer noch so hakelig. Ja, ich meine, die lässt sich besser bedienen, ne? Aber einen Augenblick mal. Ich muss die Zeit etwas vorspulen. Komm, wir warten hier noch ein bisschen. Jetzt ist hell. Das sehe ich doch besser mit der Drohne, oder? Muss ich hier entlang fahren? Hier durch den Wald? Und dahin? Denke mal, es geht, ne? Ich mach's einfach. Weil ich's kann. Oder auch nicht. Oh Mann. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt. Zockt ihr selber? Ah. Ich hatte noch die Handbremse drin. Wie immer. Hey, Baum im Weg. Geht das hier durch die Pampa? Hey, das ist ein Baum quer oder was? Ich sehe nichts mehr, nur noch Bäume. Was war denn das? Stein! Fahr ich hier das, die kleinen Bäume platt? Oh Tannenbaum! Ha! Ach, da ist eine drin. Wir erkunden. Tja. Wäre er mal außen rumgefahren, ne? Wäre er hier nicht stecken geblieben. Und hier jetzt? Ist gar nicht weit weg, ne? Na gut. Rausziehen muss nicht. Wegdrücken. Baum weg. Er geht weg von alleine. Hat sich aufgelöst. So, nehme ich noch mal die Drohne. Kann ich mit der auch erkunden? Ja, klar.
zurück. Die erkunden wir, ne? Zum Steinkopf mit dem Auto. Naja, da fahren wir hier runter, darüber, hier durch, da wieder hoch. It's so easy. So und so. Genau so habe ich mir jetzt gedacht, ne? Und jetzt? Ich wollte nicht fahren, ne? Wo hänge ich denn? Also gut, Allrad. Differential reingehauen. Ich will da jetzt erst hoch. Hä? Ach. Handbremse. Die Handbremse immer noch drin. Es leckt. Merkt ihr diese leichten Ruckler da manchmal? Ja. Das Steinkopf war aber knapp. Reaktion wie eine Schlaftablette. Ja, sehr schön. Expedition geschafft. Yay, das ging schnell. Zum Hauptquartier, ne? Gut, gehen wir nochmal in die Karpaten. Machen wir zwei Folgen in eine. Die Steinvisage, den Prolog haben wir. Alte Feuerstellen. Leicht. Scout wird gebraucht. Ein Operator brauchen wir. Höhenunterschiede haben wir. Also Operator. Eine Operatorin nennen. Dieses scheiß Gender da, ne? Geht mir so auf die Eier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut, nehmen wir unseren Truck. Ich möchte aber ein bisschen was ändern. Der Motor, ne? Also Spritverbrauch so hoch, ne? Komm, ich gehe erstmal hier. Was kann man mit dem Getriebe machen? Ja, Reifen. Gelände.
Mach hier mal Offroad drauf. Die Kohle wieder weg, ne? Winde. Verlängernde Winde. Na, okay, lassen wir es erstmal so. Hey. Nee, brauche ich erstmal nicht, denke ich. Ja. Ich nehme mal nichts mit. Das unnötig Geld aus Reberei dann, ne? Denke ich ja mal. Wir könnten mal eine andere Farbe machen, ne? Weil. Naja, naja, naja. Das so wie er ist, egal. Dadurch wird es auch nicht besser. Zum Einsatz. Expedition starten, Leute. Auf in eine neue Expedition. Ein Skihandel. Ach so, ja. Nö. Lass ich mal gucken, wo es hingeht. Flieg hoch. Da hinten ist das Ziel. Dann fahren wir da und da und da entlang. Na, die Steuerung ist besser geworden jetzt, ne? Mit dem. Es hagelt immer noch ein bisschen. Rausgucken, ne? So, ihr lieben Leute, jetzt haben wir hier durch den Wald, ne? Naja, man merkt schon, die Reifen sind besser, ne? Offroad, Bäumchen weg. Hey, nicht umkippen. Du gibst meinen nächsten Weihnachtsbaum, du, ne? Tisch hole ich Ende des Jahres. Geh mal langsam drüber und rauf und rüber. So wird das gemacht, ne? Ach, aber so nicht. Allrad rein. Man klappt immer noch nicht. Machen wir es so, ne? Was denn jetzt? Wohin? Ein großer Krater. Muss schon nicht durchfahren jetzt. Nö. Was ist uns da reingeflogen? Ein Meteorit. Bestimmt. Habe ich eine Brücke entdeckt, aber ich krieg nichts dafür, dass ich entdeckt habe. Okay. Wo ist meine Geländekarte? Was ist das jetzt hier?
Der Touristentruck. Was ein paar unvorsichtige Touristen sind in einem nur gesperrten Teil des Reservats vorgedrungen. Am Ende ist ihr Wagen in eine Zinkgrube gerutscht. Der Motor ist beschädigt und wir haben keine Chance, den Wagen ohne Hilfe herauszuholen. Die armen Teufel bieten eine gute Belohnung. Es wird aber auch nicht einfach. Ja, und dann muss ich den rausziehen und wohin? Ich mache erstmal meine Mission da fertig, oder? Muss man schon vorsichtig sein, ne? Sonst kippst du hier gleich um. Alles uneben. Aber ich habe ja Allrad, ne? Und geländetaugliche Reifen. Ja, der Krater ist aber schon ein paar Jährchen alt, ne? Na, Leute. So geht es. Dann fahren wir hier hoch. Die Seilwinde auch. Was muss ich machen? Punkte zum Scannen suchen. Ah, okay. Da oben. Es wird kleiner, immer kleiner. Ach, da oben. Da ist was. Wow. Okay. Minigame. Und hier ist noch eine, ne? Scan erfolgreich. Bitteschön. Und jetzt? In den Kiefernwald. In den Kieferwald. Muss aber echt mal was gucken, ne? Der ist hinter dem Berg. Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Noch von mir rüber. Wieso war die Winde an? Ich fahr schon mal hier hoch. Und steig rüber, ne? Komm hier. Allrad. Langsam. Über die Steine drüber. Bisschen mehr Gas. Genau, drüber jetzt. So. So wird's gemacht, Leute.
Langsam wird's hier voll der Profi, ne? Es wird immer besser. Schaut lieber mal die Klappe. Da wisst ihr ja. Das ist die Karpaten, ne? Geil. Naturschutzgebiet, rollen einfach so mit dem Auto durch. Geil. Einfach nur geil. Mit den russen Autos da. Allrad. Jawohl. Und drin. Wohin jetzt? Was? Den See? Vorne liegt eine Sumpf, pass also auf und nutze es, aber ja, das ist spät gelesen. Ich passe da nicht drauf auf, den Scheiß. Wieso soll ich denn? Ich muss ja doch gar nicht überqueren, ich fahre einfach dran vorbei. Hä? Sind die bekloppt? Ich fahre hier entlang? War nicht. Hier ist wahrscheinlich ein Weg zu sein, hier. Dann fahren wir hier hoch. It's so easy, ja? Hey, was? Motorschaden 1? Fahren wir hier auch so rum? Was soll's? Ich fahr doch hier nicht durch den See. Schöne Birken, ne? Oh, die Geländereifen bringen schon was, ne? Kannst hier voll bouldern, durchbouldern. Bautz. Oh! Baumstumpf werden den absägen! Idioten, naja. Nur Pfuscher hier. 1, 2 Bäume einfach so gefällt und stehen gelassen. Die Baumstumpf 3, immer mehr. Ja, wie wenn Bäume gefällt. Hochfliegen. Erkunde ich jetzt das Gebiet mit der Drohne? Schlechtes Signal, aber ich erkunde. Es regnet, ne? Na ja, gut, da fahren wir erstmal dann auf. Handbremse. Auf, von Luft. Es regnet. Ey. Was hier entlang, ey. Der Baum hat mich aufgehalten. Der Ast zumindest. Ausparken. Drohne. Schick die Drohne raus. Jawohl, hier wird erkundet. War ich hier schon? Er erkundet nicht. 25%. Jetzt bin ich bei 30. Hier ist was. Das
So, ein schlechtes Signal. Na ja, gut. Ich fahr erstmal dahin, wo ich hin soll. Vollgas durch die Pampa. Und das hier. Entdecke Luftabwurf, habe ich das schon entdeckt? Jetzt habe ich wieder überhaupt kein Signal, ne? Okay, Signal lost. Was ist denn hier drüben? Was ist das? Meinst du, der Mineralien, das in der Erdkruste vorkommt, von Kaufleuten geschätzt? Ne, okay. Nehmen wir auch mit. Ist doch ein klarer Fall. Ist doch klar. Da fahren wir ein bisschen hoch und lassen wir nochmal die Drohne fliegen. 88%, ne? Das ist ein guter Punkt, den ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Flugverbotszone, was ist denn da los? Wie soll ich denn hier erkunden? Flugsverbotszone, ne? Wer möchte sowas? Und warum überhaupt? Warum ist hier eine Flugsverbotszone? Ich bin bei 90%, ne? Schon mal dahin. Warum auch immer? Ich war doch mit der Drohne da hinten. Ah. Das ist alles Spiel mit der Handbremse, ne? Ich fahre immer mit angezogener Handbremse. Wie im echten Leben immer nur Handbremse angezogen. Komme ich nie vorwärts. Naja, wenn es so wäre, ne? Dann wäre es schlimm. So Leute, ihr könnt mich mal bitte abonnieren. Das kostet nichts, ne? Abonnieren heißt ab und zu mal hier reinkommen und zuschauen, aber nicht ab, also nichts bezahlen, ne? Also keine Angst.
Motor aus, das verbraucht Benzin. Benzin ist wichtig in der Pampas. Hoch. Bin ich hier bei 90, 92, ah, okay. Machen wir die 100% voll, Mann. Ja, fertig. Warum soll ich jetzt hier hochfahren? Warum? Guck mal, die Reifen ganz platt, ne? Da fahren wir mal hoch. Ach. Klar doch. Reifenplatze. Was ist jetzt los? Was unser Ziel dürfte noch höher liegen? Denk an die Hinweise. Oh mein Gott, was für ein Hinweis denn nun? Das? Der hat er auch gezeigt. Hat er auch gezeigt, oder? Ich habe noch eine Drohne. Mal schnell nochmal zurückfahren. Das ist ein Wikinger. Der zeigt rechts. Ja, hier rum. Was hier? Hier ist auch irgendwas. Aber ich soll da hoch. Ah ja. Gucken wir hier auf der Karte. Kommen wir da hoch? Dahin? Da. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Die Handbremse löse und neu damit auf. Nuff. Können wir hier so drum fahren? Auf dem Stein? Jawohl. Ja, ich hab's drauf, oder? Oh, 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 nein! Mit mir, du Tannebaum. Ah, schöne Waldwiese. Oh, guck mal da, schön. Ah! So, jetzt ein schönes Picknick machen, ne? So, hier ist so eine schöne Aussicht. Mach ich jetzt ins. Na, okay. Wer macht das Auto aus? Ja, das hat eben gehakt. Manchmal ist in so ein Ruckler drin. Bei der Minigame ist es total störend. Kaum ist reich. Ja, super. Feuerstelle. Kannst du Osterfeuer machen. Wow, diese alte Feuerstätte und Steine sehen so cool aus. Wow, ich habe noch nie einen Stein gesehen. Auf geht's. Na toll. Erkenne für mindestens 5 unbekannte Punkte auf der Karte. Okay. Wir müssen mal außen zum Hauptquartier. So, ihr Lieben, seid wieder dabei beim nächsten Mal bei
nächsten Teil, ne? Ich denke, da kommen noch ein paar. Wenn ihr fleißig abonniert und fleißig kommentiert, dann wird es was. Also dann, bis demnächst. Cheerio.